Grüß euch. Hallo. Grüß dich Gott. Hallo. Hallo. Fein, dass ihr da seid. Grüß euch. Gehen wir gleich los zur Kräuterwanderung. Vielleicht sollte ich überhaupt vorweg sagen, dass die Natur für alles gesorgt hat. Es wächst alles, wann wir es brauchen, und es wächst alles, wo wir es brauchen. Probier einmal da, die Blüten zu reiben. Johanniskraut hat die Signatur eben des Blutes. Und es ist ein wunderbares Heilkraut. Ich gehe unwahrscheinlich gern im Wald. Ich finde einfach, dass ich da richtig runterfahren kann. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durch den Garten gegangen und habe einmal ein paar Kräuter zusammengesammelt, die man in der Hausapotheke haben sollte. Ich verbinde mit Kamille einfach den Geruch von Sauberkeit, von Liebe und ich weiß nicht, was noch alles. Und Kamillentee ist ja der Tee, gut hin, ich sage nicht schlecht hin, den man einfach in der Apotheke haben sollte. Fehlt noch der Wermut, ein ganz bitteres Kraut, neben Enzian das bitterste, was einfach die Sekrete wieder hervorholt, was uns einfach herauslockt und über den Darm stärkt. Die Frage ist oft, ob Alpenkräuter überhaupt jene Wirkung erzielen, die wir in der Kosmetik oder in der Heilkunde so erreichen möchten. Meine Antwort ist ein klares Ja. Das Wissen der Pharmazie über die Heilwirkung mancher Pflanzen und pflegende Wirkung hat man ja aus der Volksheilkunde. So, wir machen hier ein Ringelblumenöl. Das ist die Basis für eine Ringelblumensalbe oder eine Creme. Und dafür nehmen wir die Blüten angewelkt und zupfen lediglich die Zungenblüten herunter, weil dort sind die Wirkstoffe drinnen. Und dann gießen wir mit einem guten Sonnenblumenöl auf. Das ist nämlich der Ansatz, dass wir später daraus eine Ringelblumensalbe oder eine Ringelblumencreme machen können. Das Klima hat sich erwärmt, wirklich merkbar erwärmt. Nur ist es alles ein bisschen extremer geworden. Schnelle Stürme, schneller Temperaturfall. Und dann wieder Anstieg. Und das ändert natürlich auch ein bisschen die ganze Pflanzenwelt. Ich hätte mich nie trauen können, einen Apfelbaum, einen Quittenbaum oder eine Kirsche anzupflanzen, weil die nicht getan hätten. Inzwischen haben wir schon Früchte von diesen Bäumen. Wir haben es oft erst wieder mühevoll lernen müssen, weil es da eine Zeit der Machbarkeit der großen technischen Errungenschaften gegeben hat, wo man gemeint hat, alles kann man auch nachmachen. Und jetzt ist es mir wichtig, dass wir das wieder weitergeben, dass wir das wieder selber erkunden und dass wir uns nicht erhaben über den Pflanzen sehen, sondern als ein großes Ganzes.